Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine, ich habe einen Gast und wir wollen ein bisschen über Filme quatschen. Mahlzeit. So, ich habe dazu ein bisschen was rausgesucht. Zunächst einmal wollen wir ein Spiel spielen. Ernsthaft? Ja, dann nicht. Aber eigentlich sind die Filme ganz gut. Also, nein. Ja, zum Glück besitze ich ja mehr als einen Film, über den man quatschen könnte. Hier, und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, habe ich mir auch letztens erst zugelegt. Ist noch nicht so lange her. Kennst du den? Kenne ich nicht. Er war auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Auf jeden Fall witzig, solltest du dir mal angucken. Ich glaube nicht. Der nächste Film, Jumanji mit The Rock. Guter Film, unterhält, FSK 12. Kann man sich immer wieder angucken, leider kein Wendecover drin. Schade, schade, schade. Das heißt, man hat hier diesen, wo sich immer alle so schön drüber beschweren, diesen Flatschen, den da, genau den. Den vorne drauf. Finde ich nicht gut. Und du? Ist mir egal. So, den nächsten Film, den wir... Du hast aber auch hier Klamotten stehen. Was haben wir denn hier? Zombie-Holocaust, Black Cat, Sleeping Corps, 11. September. Großangriff der Zombies, die Kampfmaschine, Dream Cruise und Halloween. Sag mal, wo kommen denn... Die Klamotten her. Die habe ich tatsächlich gewonnen. Beim Filmangler. Ich glaube, das war das 500-Abo-Spezial-Gewinnspiel. Irgendwie sowas. Ja. Den nächsten Film, den wir hier haben, das... Was machst du denn da wieder? Was? Was soll das denn? Ja, jetzt hast du sie falsch reingepackt. Oh ja, da habe ich die falschen in die Box eingeräumt. So. Ja, danke. Was? Ja, guck dich ruhig ein bisschen um. Nimm alles in den Finger, am besten noch im Mund. Mal probieren, wie es schmeckt. Wir haben hier noch eine Frage der Ehre. Tom Cruise, Jack Nicholson und Demi Moore. Gerichtsfilm quasi, kann man sagen. Interessiert dich sowas? Ist das überhaupt irgendwie interessant für dich, wenn du keine Filme guckst? Was guckst du denn dann? Fußball, Handball, Volleyball, Eishockey, Taschenbillard. Ah ja. Na komm, lass mal Film gucken hier. Was haben wir denn da? Du willst jetzt nicht wirklich einen Film gucken, oder? Dafür sind wir nicht hier, zum Filme besprechen, drüber quatschen, nicht gucken. Ich messe einen Meter. Ich hatte dir auch letztens Film geliehen. Kriege ich den irgendwann nochmal wieder? Oh, schwierige Frage. Warte. Ja, vielleicht. Lustige Runde hier heute. Ja, wir haben alle unseren Spaß. Philadelphia haben wir hier mit Tom Hanks und Denzel Washington. Sehr guter Film, habe ich schon mehrfach gesehen. Du vermutlich auch. 5-mal. Ja, dachte ich mir. Sicher, sicher. So, der Film ist noch original verpackt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob hier ein Wendecover drin ist. Das ist doch die Frage, wen es interessiert. Interessiert dich das? Nein, 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 nein. Dachte ich mir. Also ich für meinen Teil hätte dann jetzt hier noch einen Film. Er ist wieder da. So wie ich es in die Kamera halte, sieht man schon, das Ding hat ein Wendecover. Ja, ja. Kein FSK-Flatschen drauf. Wunderbar. Er ist wieder da. Komödie, Deutschland, kontroverses Thema. Darf man über Hitler lachen? Ja, ich denke mal, spätestens seit dem Diktator von Charlie Chaplin darf man auch darüber lachen, wenn es dann im richtigen Kontext ist. Ja, Film ist okay, denke ich mal. Auch was für dich vielleicht. Du laberst einen Dünnpfiff. Furchtbar. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Warum frage ich dich überhaupt noch? Das ist sowieso total egal.
Ja, ich glaube, was? Was? Ja, ich glaube, hier können wir dann jetzt abbrechen. Ich versuche später nochmal, vielleicht alleine, aber ehrlich gesagt. So, ich glaube, ich gehe dann jetzt wieder. Den Rest kriegst du ja alleine hin. Brauchst mich ja nicht mehr, ne? Oder? Ehrlich gesagt, hatte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. War ein Versuch wert, hat nicht funktioniert. Vielleicht demnächst mit einem anderen Gast oder vielleicht besser wieder alleine. Ja. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Hoffe ich zumindest im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut. Ciao.